Und mit einem fetten 4 Sekunden langen Leck geht's natürlich gleich weiter. So. Und ja, wir schnappen uns jetzt hier diesen Dicken. Der dürfte uns auch ganz schön wehtun. Höchstwahrscheinlich. Komm schon, dreh, du dickes Ding, du. Boah, der Drache hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Ganz schön mit hier. Der Dicke, der hält auch einiges. Ein bisschen Damage erhöhen, das ist. Ja, weil ich will ja hier. Erstmal gucken, hat er was im Inventar? Nein. Und dann will ich Heil. Ganz viel Heil. Und das bekommen wir hiermit am besten aus dem Dicken. Ja. Wow. Wie viel. Ja, ich habe halt auch ein bisschen alles höher gestellt. Oh, wow, Primey, das ist gut. Also, wie ihr seht, Jagen wäre mit dem hier voll OP, weil der Damage, den er gefressen hat, das war mal für ihn gar nichts. Also, ja. Der Damage, der dem Tier wehtut, dem muss man erst noch begegnen. So. Das mache ich auch mit euch. Die spawnen lassen. Genauso wie dich. Dich kann ich jetzt auch schon despawnen lassen. So, und dich doch. Weil. So! So, und wieder zurück zur Höhle flattern. Und natürlich etwas mehr Heal, ja, wieder mehr Punkte. Und wir können. Brauchen wir das eigentlich für den Bogen? Da ist dann die Flare Gun. Den Bogen bekommen wir erst mit Level 15. Wir könnten uns jetzt ein bisschen hier Zeugs aufsparen, weil wir haben so das Nötigste. So, und unser Unternehmen geht jetzt erst richtig los. Und jetzt können wir ein bisschen was basteln. Denn wir haben ja ein paar Material. Damit wir nicht so schnell frieren, springe ich über das Wasser drüber. Nehme das Holz hier mit. Und. A la Minecraft Super Jump. Alter, springt doch schon recht weit, der Junge. Fiber ist echt rar gesät. Oh, ich meine, wow. Wir brauchen also Fiber. So, das ist dann wieder weggelegt. Also nicht voll.
denn wir wollen ja jetzt nur Holz sammeln gehen. Ja, komm. Wow, manchmal. Fiber wollen wir. Das ist auch damit? Nein. Ja. Die Fiber sammeln. Ja, also ich habe die Droppraten auf jeden Fall höher gestellt, weil wir wollen ja, dass es vorangeht. Und je nachdem, ich weiß ja nicht, vielleicht kommt ihr auf die kranke Idee nach dem Motto Minecraft, baut doch die Fairy Tale Stadt hier, beziehungsweise die Gilde allein, das wäre ja schon ein Projekt für beziehungsweise 400 Folgen. Weil, also wenn ich nicht offscreen die ganze Zeit alles farme. Also ja, Langzeitprojekt. Und später wird dieses Spiel wahrscheinlich auch hauptsächlich ein Stream-Projekt sein. Das heißt, da wird dann offline-mäßig gar nicht so viel gemacht. Ja. Und wir sehen ja dann, wie es weiterläuft. Also das Stein aufheben, das ist schon so eine Sache. Es ist gut, dass sie am Boden liegen, sonst wird es ganz schmerzhaft, sich hier die erste Spitzhacke basteln zu können, geschweige denn Axt. Aber, ja, aber kleine Stöckchen liegen hier nirgends. Das sollte man vielleicht noch ein bisschen ändern. Halten und die Ohren wegen Raptoren. Die kommen immer so schön aus dem Nichts geflitzt. Dann ist man auf gut Deutsch geliefert. Das heißt dann, oh, hallo, ich komme von der Post. So. Und jetzt ist uns auch damit schon etwas wärmer. Das hier entfernen, bevor wir aus Versehen einen neuen bauen. Brauchen wir ja nicht. Autsch. Hast du eigentlich Schaden bekommen? Oh nein. Ja, manche Gegenstände bekommen Schaden auch von den eigenen Viechern, wenn die da rumtrampeln. Ich jetzt auf meinen Drachen gekackt. Nein, daneben. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, der freut sich nicht darüber, wenn wir ihm auf den Rücken kacken. Jetzt habe ich hier schon diese Stone Peaks drin. Craftet der von alleine? Irgendwas ist doch hier. Ich meine, normale Pfeile. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Bug nicht. Wenn das wenigstens mit den Steinen hier passieren würde. Nein, ich verstehe es einfach nicht. So. Okay, das hier sind Knochen. Das weiß ich, dass sowas trocken kann. Was? Keine Ahnung. Was wollen wir bauen? Oh, wir können Paintbrush, also Farbe. Wir könnten jetzt 6 Punkte Gegenstände holen, auf gut Deutsch.
Weil das, was wir wollen, bekommen wir erst mit Level 10. Ach, wie schön das doch gar nicht ist. Da bringt jetzt sowieso noch nichts ohne. Wo ist es? Das ist es nicht. Nein. Nein. Ohne das da wahrscheinlich. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt. Was brauchen wir denn? Sattel brauchen wir nicht. Das hier werden wir später brauchen. Das hier auch. Das bekommt man zwar seltenst aus Felsen, aber. So. Nehmen es mit. Und das hier ist zum Betäuben. Nehmen wir auch mit. So, jetzt hätten wir nochmal 3 Punkte. Und dafür nehmen wir das hier mit. Okay. Diese Punkte sind erledigt. Und natürlich bin ich jetzt fast auf dem Kraft und nämlich Mortar und Pestle, das heißt 15 Heid. Ja, okay, es ist leider viel zu viel und ein paar Steinchen. Dafür, damit wir den platzieren können. Und schon haben wir unsere Brücke. Dann machen wir hier noch einen hin und da kommt dann unser Mortar hin. Unser Mortar Pestle. 5 Liter. So, und in dem können wir jetzt Zeugs herstellen, wie man sieht. Dam, 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 dam. Das da. Und natürlich brauchen wir dafür sowas wie hier Steine und Flint. Können wir zum Beispiel mal reinlegen, so ein bisschen. Weil bis wir die Steine für was anderes brauchen, dauert es noch ein ganzes Stück. Davon haben wir eh nicht so viele. Vielleicht dauert noch eine ganze Weile, bis es abläuft, leider. Was wir tun können, ist dafür sorgen, dass bestimmtes Zeugs schneller abläuft, wie zum Beispiel das Fleisch. Es geht so ein bisschen recht rabiat vor sich. Wir teilen die Stacks einfach auf in so viele kleine wie möglich. So. Und das hier behalten wir im Prinzip jetzt bei uns und warten darauf, dass es abläuft. Als dass wir unseren Drachen hält, das Zeugs länger.